sage, nee, nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf dein Zimmer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne 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 ne. Jedes Mal, wenn ich deinen Eltern eine Nachricht schicke, verschwindet sie auf mysteriöse Weise, Henry. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Oh, hallo, Frau Streitaxt. Oh, was hat er jetzt wieder gemacht? Die ganze Klasse in Aufruhr versetzt. Und was hast du dazu zu sagen? Ich weiß nicht. Geh sofort ins Haus, Henry. Du kommst aber spät. Geh mir aus dem Weg, Zwerg. Henry, wo willst du denn hin? Für den Rest meines Lebens in mein Zimmer. Nein, du gehst nicht in dein Zimmer. Hä? Wieso nicht? Weil wir heute zum Abendessen ausgehen. In ein vornehmes Restaurant für Erwachsene. In ein vornehmes Restaurant? Auf keinen Fall! Nicht mit mir! Ich war frech! Ich muss in meinem Zimmer bleiben! Heute Abend nicht. Du nimmst ein Bad und ziehst dich um. Ein Bad? Jetzt? Könnte jemand auf ihn aufpassen? Nein, die Familie geht zusammen aus. Henry! Er hat wieder die Autoschlüssel genommen. Henry, mach sofort die Tür auf. Henry, nein, nicht in die Toilette. Das traut er sich nicht, oder? Das hast du nicht gesehen, Peter. Gut, gehen wir. Ich kann's kaum erwarten. Da kann ich mal was Neues probieren. Ich esse alles gern. Naja, alles außer rote Beete. Ich mag auch alles. Naja, alles außer Tintenfisch. Oh, und Papa mag keine Tomaten. Und ich mag überhaupt nichts außer Whopper-Whoopie-Burger. Und ich gehe nicht mit. Dabei bleibt's. Na schön, Henry. Ich schlag dir was vor. Du kommst mit, benimmst dich und isst alles, was auf deinem Teller ist. Und dann bekommst du 2 Euro. 2 Euro? Und dafür muss ich mir nur ein paar Gabeln ekelhaftes Essen reinschaufeln? Normalerweise muss ich das umsonst machen. Wie wär's mit 3 Euro? Treib's nicht zu weit, Henry. Na gut, abgemacht. Und was bekomme ich fürs Bravsein? Wer brav ist, belohnt sich selbst, mein kleiner Liebling. Hm? Es ist sehr nett von Tante Ruth, uns zum Abendessen ins Restaurant très chic einzuladen. Ist bestimmt nicht so gut wie Whopper Whoopie. Da gibt's was Ordentliches. Und euer Cousin Achim wird auch kommen, Jungs. Oh nein! Nicht der affige Achim! Achim ist mein Lieblingscousin. Wo soll ich parken? Wir parken für Sie, es sei denn, Sie wären der Chauffeur. Meine Lieben! Tante Ruth, wie schön, dass wir... Ein neuer Wagen, Ruth? Ich bin nicht sicher, Schätzchen. Unsere Limousinen sehen für mich alle gleich aus. Was für ein Modell ist denn euer Wagen, Henry? Rostlaube 2000? Besten Dank. Oh, seht euch das an. Ja, ist das nicht fabelhaft? Ein wahres Kunstwerk und ganz aus Eis. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry. Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg!
Ich dachte, der Laden heißt Trächick. Unter Schick stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le haut de cochon avec le jeu du mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern. Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Voilà. Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. €2, Henry, 2 €. Gar nicht übel. Eigentlich ein Kaugummi. Probier mal. Die sind ja sowas von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und isst das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen. Sowas. Der hat aber gute Manieren. Das hat er bestimmt nicht in deinem Unterricht gelernt. Alors, nur 2 Tropfen. La Sauce-Gique ist viel zu gewürz und scharf für manche Gäste. Hat sich Monsieur vielleicht verlaufen? Nein, nein. Aber mein Cousin möchte gern etwas La Sauce-Chic auf sein Essen. Das wollte ich dem Koch sagen. Nicht nötig. Ich sage dem Koch Bescheid. Gut, mein Cousin mag nämlich scharfes Essen. Mindestens 5 Tropfen. Ja! Mach den Mund zu, Brunhilde. Sonst kann man ja bis in deinen Magen runtersehen. Mutti, entschuldige, junger Mann. Ich hoffe, meine Tochter unterrichtet dich anständig. Mutti! Oh ja, gnädige Frau, natürlich. Schönen Abend noch. Ach, was für ein reizender Junge, dass es sowas noch gibt. Aber Mutti, das ist der allerschrecklichste Schüler in meiner Klasse. So? Und wessen Schuld ist das wohl? Endlich, dann können wir ja anfangen. Na sowas, Tintenfisch. Ich mag keinen Tintenfisch. Und ich mag keine Tomaten. Und ich mag keine rote Beete. Oh, Tante Ruth, du hast ihr Lieblingsessen bestellt. Oh, wie schön, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich bin sicher, ihr werdet jeden Bissen davon genießen. Und für Monsieur die Spezialität des Hauses. Kutteln. Das würde ich niemals essen. Nicht mehr für 2 €. Wenn man Schnecken essen kann, kann man alles essen. Köstlich. Na los, esst auf. Französisches Essen ist toll. Ja. Wie schmeckt deins, Achim? Setz dich auf der Stelle wieder hin. Madame, Sie müssen gehen. Ihr Sohn hat unsere Gäste in Aufruhr versetzt.
Also, ich bleibe sowieso nicht, wo ich nicht erwünscht bin. Ich auch nicht. Wiedersehen, rote Beete. Aber du hast gesagt, ich muss meinen ganzen Teller leer essen. Da hast du deine 2 Euro, Henry. Und jetzt lasst uns gehen und irgendwo was Ordentliches essen. Gut gemacht, junger Mann. So wohlerzogen, nicht wie dein junger Freund. Wuppa Wuppi, wir kommen!